Ahoi! Viele Kinder, Jugendliche und Eltern kennen das bestimmt. Nach dem Unterricht sind alle richtig viel im Netz unterwegs und nutzen neue Medien. Aber im Unterricht, in der Schule, ist quasi technische Steinzeit. Das wollen wir gerne ändern von der Piratenpartei zusammen mit den Dissidenten und haben deshalb eine Anfrage an den OB gestellt, an den Oberbürgermeister Hilbert, wie es überhaupt um die IT an Dresdner Schulen bestellt ist. Dafür haben wir mit zwei Vätern zusammengearbeitet und einen langen Fragenkatalog zusammengestellt, wo wir so viele Fragen haben, dass wir sogar verschiedene Kategorien gemacht haben. Zum Beispiel Fragen zur Software. Was gibt es da für Wartungsverträge? Was gibt es für Konzepte, welche Software eingebunden wird? Oder zur Hardware? Nach welchen Kriterien werden die überhaupt für welche Schulen ausgewählt? Und vor allen Dingen zum Personal. Wie viele Nutzende gibt es? Wie viele Leute benutzen die Technik vor Ort? Wer kümmert sich drum? Und vor allen Dingen, gibt es Konzepte, wie das Ganze gut in den Unterricht eingebunden werden kann? Fragen über Fragen. Ich verlinke euch auch nochmal die Anfrage, wo dann alles drinsteht. Und wir sind wirklich gespannt auf die Antworten und halten euch auf dem Laufenden. Und weil wir schon mal so schön im Fluss waren, haben wir noch eine Anfrage zur IT in der Verwaltung gestellt. Weil da gibt es mindestens genauso viele Fragen. Bleibt gespannt, wir berichten.